Was ist wichtiger, der Gewinn oder der Cashflow? Das ist eine Debatte, die es in der Wirtschaftswissenschaft schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gibt. Da gibt es die einen strikten Befürworter der einen Fraktion und die scharfen Gegner, die nur die andere Fraktion sehen. Warum ist es überhaupt wichtig für uns Aktionäre? Welchen Nutzen können wir daraus ziehen und warum sollten wir uns beschäftigen damit? Denn ich bin kein Anhänger von purer Theorie. Alles muss auch praxistauglich sein und einen echten Nutzen haben. Und das hat's in diesem Fall. Deshalb dieses Video. Was ist eigentlich der Gewinn? Was steckt dahinter? Gewinn, das ist ein Teil, ein Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Das, was unterm Strich dabei rauskommt. Und die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Teil des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Bei Aktiengesellschaften können wir die Gewinn- und Verlustrechnung ganz einfach downloaden. Sie muss veröffentlicht werden bei börsennotierten Kapitalgesellschaften. Und die meisten Unternehmen haben es online unter der Rubrik Investor Relations. Einfach eingeben, Berichte 2019 oder welches Jahr auch immer. Oder einfach in Google Geschäftsbericht 2019 Firma XY und schon haben Sie den Jahresabschluss. Und wenn Sie dann die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen, da sind Sie genau richtig. Die beginnt oben mit dem Umsatz. Umsatz, das ist alles, was von den Kunden letztlich bezahlt wird für unsere Produkte und Dienstleistungen. Also schlicht gesagt, Anzahl der Produkte, die wir verkauft haben, mal den Preis. Das ist der Umsatz. Davon abgezogen werden dann die Aufwendungen, die für die Umsatzerzielung betriebsnotwendig waren. Also beispielsweise Sachkosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Steuern, alles was dazugehört. Und dann unterm Strich kommt der Gewinn heraus. So, das ist das, was übrig bleibt. Und jetzt gibt's die Cashflow-orientierten Analysten, die sagen, das ist mir zu unsicher, denn im Gewinn, da sind Positionen enthalten, die keinen Zahlungsstrom zur Folge haben, beispielsweise Abschreibungen. Wenn ein Unternehmen eine Maschine kauft und diese Maschine über 10 Jahre nutzt, dann wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Zehntel pro Jahr als Abschreibung angesetzt. Minus einen möglichen Restwert natürlich. Und da könnte ein Manager auf die Idee kommen, der unter Gewinndruck steht, dessen Geschäfte also nicht so toll laufen, wo die Gesellschafter sagen, du musst mehr Gas geben, mehr Gewinne erzielen. Der könnte also auf die Idee kommen und sagen, tja, Moment mal, diese Maschine, die nutzen wir, diesen Typ Maschine, den nutzen wir schon seit Jahrzehnten. Und die neueren Maschinen, die kann man ja überhaupt nicht mehr vergleichen mit den Maschinen vor 30 Jahren. Die sind ja viel besser. Die können ja wir ja viel länger nutzen. Also die Abschreibungspraxis von 10 Jahren, die ist weltfremd. Die ist nicht mehr up to date. Wir sollten jetzt über 15 Jahre abschreiben, denn das ist die tatsächliche Nutzungsdauer der neueren Maschinen. Und wenn er das durchbringt, und zukünftig die Maschine über 15 Jahre abschreiben kann, dann hat es zur Folge, dass pro Jahr nur noch ein 1/15 als Aufwand angesetzt wird. Und damit hat er eine gewinnerhöhende Wirkung. Und genau das kritisieren die Verfechter der Cashflow-Rechnung, weil die sagen, das ist mir zu unsicher, da gibt es Bewertungsspielräume. Gerade eben bei Positionen, die keinen Zahlungsstrom zur Folge haben, wo kein Geld raus oder rein geht. Und genau das ist der Punkt, der da kritisiert wird. Es gibt in der Gewinn- und Verlustrechnung legale Bewertungsspielräume. Und die wollen diese Verfechter des reinen Zahlungsstroms raushaben, weil sie sagen, damit kann in einem gewissen Maß manipuliert werden. Über die gesamte Dauer dieser Maschinennutzung ist es egal, weil die Abschreibung wird über die Jahre aufgeteilt und am Ende, was an Veräußerungserlös hereinkommt, berichtigt dann diese Abschreibung wieder. Also,
Über die gesamte Nutzungsdauer ist es egal, aber zwischen den Jahren, da kann anhand von legalen Bewertungsspielräumen der Gewinn etwas rauf oder runter gerechnet werden. So, und jetzt sagen die Cashflow-orientierten Analysten, ich konzentriere mich rein auf die Positionen, die wirkliche Zahlungsausgänge und Zahlungszuflüsse zur Folge haben. Denn da kann nichts manipuliert werden. Das Geld kommt entweder rein oder raus und sonst nichts. Sie haben zugrunde gelegt, dass jedes Unternehmen irgendwann einmal gegründet wird. Und da legen dann die Gründungsväter oder Mütter Eigenkapital in die Firma ein, in das Bankkonto am einfachsten. Und am Ende wird irgendwann dieses Unternehmen wieder aufgelöst. Und das kann in Jahrzehnten oder Jahrhunderten der Fall sein. Und die sagen eben, wenn man den Zahlungsmittelbestand bei Auflösung nimmt, davon abzieht, was am Beginn mal eingelegt wurde, und dann berücksichtigt, wie viel Dividenden beispielsweise an die Gesellschaft ausgezahlt wurde. Das ist der tatsächliche Erfolg eines Unternehmens und nichts anderes. Also, Sie korrigieren von diesem Gewinn alles, was keine Zahlungsströme zur Folge hat. Beispielsweise diese Abschreibungen. Sie nehmen also den Gewinn bei der Cashflow-Rechnung und addieren die Abschreibungen wieder dazu. Und dann nehmen Sie auch Positionen wie Rückstellungen und korrigieren diese. Denn auch Rückstellungen haben momentan noch keine Zahlungsströme zur Folge. Rückstellungen werden beispielsweise gebildet für unterlassene Aufwendungen, die im nächsten Jahr irgendwann mal kommen. Da ist aber noch nicht sicher, wann genau und in welcher Höhe genau. Oder Steuerrückstellungen oder Rückstellungen für drohende Verluste, nur als Beispiele. All das wird genommen und berichtigt. Und dann nehmen Sie die Forderungen und Verbindlichkeiten, denn da ist auch noch kein Zahlungsstrom geflossen und berichtigen damit in der Cashflow-Rechnung den Gewinn. Und dann kommt der Cashflow aus operativer Tätigkeit heraus. Das, was aus dem laufenden Geschäft an Zahlungsmittelüberschüssen erwirtschaftet wurde. Und wenn man dann auch noch die Investitionstätigkeit berücksichtigt, also Maschinen, die gekauft wurden, wie bei unserem Beispiel, oder die verkauft wurden, in diesem einen Jahr aber nur, dann ist man beim Cashflow nach Investitionstätigkeit und das ist der sogenannte freie, der Free Cashflow. Der wird viel beachtet in der Betriebswirtschaftslehre von Analysten, denn das ist das Geld, das zur Verfügung steht, um beispielsweise Dividenden auszahlen zu können, um Verbindlichkeiten tilgen zu können, um Aktien zurückkaufen zu können. Also das, was an die Gesellschafter letztlich ausgezahlt werden kann und an die Gläubiger. Und das ist natürlich eine entscheidende Größe, die kaum oder gar nicht manipuliert werden kann, im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung. Und wenn man dann eben auch noch diese Positionen berücksichtigt, was also ausgezahlt wurde an Dividenden oder an Verbindlichkeiten getilgt wurde oder wieder aufgenommen wurde, dann ist man am Ende unterm Strich beim Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres. Auch da kann nichts manipuliert werden. Das Geld ist entweder da oder nicht da. Und dann sind die Verfechter der Cashflow-Rechnung glücklich und sagen, so, das ist das tatsächliche Ergebnis ohne Rauf- oder Runterrechnung. Ja, ist so, aber es schwankt viel stärker. Denn in dem Jahr, in dem diese Maschine gekauft wurde, um beim Ausgangsbeispiel zu bleiben, da fließt viel Geld raus. Und in all den anderen Jahren, wo die Maschine nur genutzt wird, da fallen eben keine Zahlungsausgänge an, da kommen rein die Zahlungseingänge rein aus der Umsatztätigkeit, also die Produkte, die mit dieser Maschine produziert wurden und verkauft wurden. Und diese Umsätze kommen rein, aber keine Abflüsse mehr. Das heißt, im Jahr der Anschaffung kann der Cashflow deutlich zurückgehen oder negativ sein. Und in den Jahren der Maschinennutzung, da kann der Cashflow deutlich höher sein. Und das sollte man wissen, wenn man Gewinn und Cashflow vergleicht, dass da die Schwankungen deutlich größer sind. Aber
man kann aus beiden Betrachtungen Vorteile und gewisse Informationen aus dem Unternehmen herausziehen, die für uns Aktionäre wichtig sind, um unsere Renditeziele zu erreichen. Was kann beispielsweise die Ursache sein, wenn der Gewinn höher als der Cashflow ist? Ganz einfach, in diesem Jahr könnten enorm hohe Investitionen stattgefunden haben, die eben diese Zahlungsabflüsse zur Folge haben, diesen niedrigen Cashflow. Aber die Abschreibungen erst in den nächsten Jahren folgen und damit ist der Gewinn höher als der Cashflow. Was kann umgekehrt der Grund sein, wenn der Cashflow höher als der Gewinn ist? Dann kann es eben sein, dass in diesem Jahr wenig investiert wurde, aber der Gewinn durch die Abschreibungen aus Investitionen von Vorjahren gedrückt wird. Und so kann man im Lauf der Jahre ganz schön nachvollziehen, wie sich ein Unternehmen entwickelt hat, aus Sicht der Zahlungsströme und aus Sicht der Gewinne. Und das ist auch mein Tipp. Schauen Sie sich beides an. Und schauen Sie sich nicht nur ein Jahr an, mindestens 5 Jahre ist immer mein Tipp. Dann sehen Sie sehr gut, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie krisensicher es ist. Denn gerade in Krisenzeiten wie jetzt, da gilt ein Spruch, der allerwichtigste ist. Cash is King. Da ist es wichtig, so viel Geld in der Kasse zu haben, um die Krise überstehen zu können. Da ist es nicht so wichtig, dass die Abschreibungen aus der Maschine gedeckt werden, denn die haben ja keinen Zahlungsstrom unmittelbar zur Folge. Da muss nichts mehr bezahlt werden. Die Maschine ist da und mit der kann jetzt produziert werden und aus den Verkäufen können dann Mittel hereinkommen, um die Krise zu überstehen. Also da ist der Cashflow ganz, ganz wichtig in Krisenzeiten. Und nach der Krise, wenn die Geschäfte hoffentlich wieder besser laufen und die Umsätze wieder zunehmen, dann müssen natürlich auch die Abschreibungen gedeckt werden aus dieser Maschine, um später mal die Maschine wieder ersetzen zu können. Das ist ja der Hintergrund von Abschreibungen, warum die notwendig sind, weil diese Maschine ja später wieder mal ersetzt werden muss durch eine neue Maschine. Also betrachten Sie beides und betrachten Sie es über einen längeren Zeitraum, dann bekommen Sie sehr gute Hinweise, wie krisensicher ein Unternehmen ist, wie Cashflow stark dieses Unternehmen ist, ob es ständig sehr stark schwankende Cashflows zur Folge hat, ob es immer wieder in den negativen Bereich kommt oder ob es auch in Krisenzeiten noch positive Cashflows erwirtschaftet. Und wenn Sie den Gewinn betrachten, dann haben Sie auch über die Jahre einen guten Überblick, ob Abschreibungen, Rückstellungen und so weiter gedeckt werden können und ob ein Unternehmen beständig Gewinne, am besten steigende Gewinne erwirtschaftet oder eben ständig in Verluste wieder abfällt. In solche Unternehmen, da wäre ich vorsichtig, denn das wäre mir zu unsicher. Also betrachten Sie beides und über einen längeren Zeitraum und Sie gewinnen dadurch enorme Erkenntnisse aus Ihrem Unternehmen, in das Sie investiert sind oder in das Sie investieren wollen. Und das ist eben so ein Teil aus der Bewertung, mit der ich mich befasse, und zwar bevor ich in ein Unternehmen investiere. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass später auch die eigenen Ziele erreicht werden. Das ist auch mein Tipp. Lieber mehr Zeit vor einer Investition aufwenden, um sich das Unternehmen genauer anzuschauen, solche Kennzahlen, das Wettbewerbsumfeld, Innovationsfreudigkeit, Anpassungsfähigkeit, immer wieder neue Restrukturierungen, immer wieder Ausrichten auf Marktentwicklungen. Das ist enorm wichtig, um so ein Gesamtbild für ein Unternehmen zu haben, um erkennen zu können, was ist ein solides Unternehmen und zu welchem Preis, zu welchem Kurs macht Sinn, aus meiner Sicht dieses Unternehmen maximal zu kaufen, um die eigenen Renditeziele zu erreichen. Das ist ja das Allerwichtigste. Wie machen Sie es? Schauen Sie verstärkt auf den Cashflow? Nehmen Sie mehr den Gewinn in den Mittelpunkt? Oder befassen Sie sich mit solchen Dingen überhaupt nicht, weil Sie mehr auf die Aktienkurse schauen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich würde es interessieren, andere können davon profitieren. Und wie immer,
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so können mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren.